Große Persönlichkeiten, die auch nicht immer alles richtig machen, aber aus Fehlern lernen. Auf wenige passt das so gut wie auf ihn. In unserer Rubrik Wer war eigentlich? Beleuchten wir seine ganze Geschichte. Raten Sie mit. Der Spitzname unseres Gesuchten lautet Al. Er ist ein neugieriges und quengeliges Kind, braucht viel Aufmerksamkeit und würde am liebsten alles wissen. Mit seinen ständigen Fragen raubt er seinen Eltern oftmals den letzten Nerv. Auch in der Schule ist man mit seinem Wissensdurst überfordert. Unser Gesuchter stört den Unterricht, fällt seinem Lehrer ins Wort und kann einfach nicht ruhig sitzen bleiben. Nach gerade mal 3 Monaten fliegt er von der Schule. Das Urteil seines Lehrers: geistig minder bemittelt, nicht für die Schule geeignet. Heute würde der Junge vermutlich die Diagnose ADHS bekommen. Nur ein Mensch glaubt an ihn, seine Mutter. Obwohl der Brief des Lehrers sie schwer trifft, behält sie den wahren Inhalt für sich und erzählt ihrem Sohn stattdessen, dass er zu schlau für die Schule sei. Erst Jahrzehnte später wird er erfahren, dass ihn sein Lehrer nicht für genial, sondern für beschränkt hielt. Von nun an unterrichtet die Mutter ihn zu Hause und bringt ihm Lesen und Schreiben bei. Vor allem die Experimente in den wissenschaftlichen Büchern faszinieren ihn. Bald wird sein Kinderzimmer zu einem kleinen Labor. Statt mit anderen Kindern zu spielen, stellt er lieber die Versuche aus seinen Büchern nach. Nachdem er zu Hause sämtliche Bücher verschlungen hat, liest sich unser Gesuchter einmal quer durch die örtliche Bücherei. Die Bücher über Drucktechniken faszinieren ihn besonders. Auch das muss er nachmachen. Im Alter von 15 Jahren verlegt er sein Labor in den Keller und kauft sich eine alte Druckmaschine mit Druckplatten. Damit produziert er seine eigene kleine Lokalzeitung. Doch seine Rechtschreibung ist so grauenhaft, dass keiner seine Zeitung lesen will. Also findet er eine Methode der Nachrichtenübermittlung, bei der Rechtschreibung keine große Rolle spielt, und bringt sich selbst das Telegrafieren bei. Nachrichten lassen sich per Telegramm viel schneller verbreiten, und damit verdient unser Gesuchter zum ersten Mal Geld. Als Wanderarbeiter reist er durch Nordamerika und arbeitet in verschiedenen Städten als Telegraf. Er verdient nicht schlecht, gibt sein ganzes Geld aber immer gleich für neue Erfindungen aus. Seinen Job vernachlässigt er mehr und mehr. Bald kümmert er sich nur noch um seine Erfindungen. Mit einem elektrischen Wahlstimmenzähler scheitert er aber erneut. Doch statt aufzugeben, zieht er nach New York. Und erkennt seinen Fehler. Er beschließt, nur noch Dinge zu erfinden, die sich gut vermarkten lassen. Und damit hat er Erfolg. Eine Telegrafiermaschine, mit der sich Neuigkeiten an der Wall Street schneller übermitteln lassen, verkauft sich gut. So gut, dass unser Gesuchter seine eigene Firma gründet. Der nächste Coup gelingt ihm mit der Erfindung eines Vorläufers der Schreibmaschine. Mit dem Gewinn finanziert unser Gesuchter den Umzug aufs Land samt Belegschaft. Hier richtet er sich ein Labor ein und hat mehrere Angestellte. Sein Unternehmen ist weiter erfolgreich. Unter anderem verbessert unser Gesuchter das erste Telefon und macht es alltagstauglich. Außerdem entwickelt er zusammen mit seinen Mitarbeitern noch den Phonographen, den Vorgänger des Grammophons. Zu dieser Zeit begeistert ihn eine Erfindung besonders: die Bogenlampe. Das erste künstlich erzeugte Licht ist aber noch nicht alltagstauglich. Das will unser Gesuchter ändern.
Sein Ziel, das künstliche Licht in eine Glasbirne bringen, um es auch im Haus verwenden zu können. Es folgen unzählige Fehlversuche. Erst nach über einem Jahr gelingt es ihm, den Kohlefaden in der ersten Glühbirne der Welt zum Leuchten zu bringen. Sein Kommentar? Ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 Wege, wie man keine Glühbirne baut. Unser Gesuchter verwendet zunächst Gleichstrom, bevor ihm einer seiner Mitarbeiter, ein Mann namens Nikola Tesla, den Wechselstrom präsentiert. Die neue Technik funktioniert besser und unser Gesuchter lässt die Idee sofort patentieren. Natürlich auf seinen Namen. Verdammt! Das führt zum Bruch zwischen den Freunden. Wegen dieses Patents gilt unser Gesuchter heute als Erfinder der Glühbirne. Zeitlebens experimentiert er weiter und versucht, immer alles noch besser zu machen. So entwickelt er nicht nur einen Vorgänger der Schallplatte. Jahre später erfindet er auch eine erste Version der Filmkamera. Obwohl er unzählige Male gescheitert ist, gehen über 2000 Erfindungen auf sein Konto. Er gilt als der Erfinder der Neuzeit und vor allem als ein Mann, der niemals aufgibt. Thomas Alva Edison.